Mittwoch, der 17.08.2011. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Sommerpresse. Und wie immer fangen wir mit den überregionalen Schlagzeilen an. Thema Nummer 1 ist ganz klar das Treffen zwischen Angela Merkel und Nicolas Sarkozy und die Diskussion um die sogenannten Eurobonds. Und damit legen wir auch direkt los. In der Frankfurter Rundschau heißt es dazu, der Widerstand bröckelt. Angela Merkels Ablehnung von Eurobonds zum Trotz befürworten erste CDU-Politiker die Papiere. In dem Artikel geht es dann unter anderem um Marco Wanderwitz. Er ist Vorsitzender der sogenannten Jungen Gruppe der Unionsfraktion. Und da heißt es dann in dem Artikel, das Problem des unsoliden Wirtschaftens in den Krisenstaaten werde so nicht gelöst. Zitat, das ist eine rote Linie, die die Regierung nicht überschreiten darf, wird Wanderwitz zitiert. Nun hat sich die Regierung sehr bemüht, den Eindruck zu erwecken, dass ihr diese rote Linie bewusst ist und sie nicht daran denkt, sie zu überschreiten. Doch musste das Bundesfinanzministerium einräumen, dass selbstverständlich auch an Eurobond-Szenarien gearbeitet werde. Zudem fällt auf, dass sich erste CDU-Politiker zu Wort melden, die solche Europapiere befürworten. Weiter heißt es dann in dem Artikel, das Führungstrio der FDP verteufelte am Dienstag alle Überlegungen zu europäischen Schuldverschreibungen. Länder, die solide gewirtschaftet haben, werden bestraft, sagte FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle. Für eine gewisse Nervosität in Reihen der Liberalen sorgte indes die geplante Sondersitzung der Unionsfraktion, die nicht mit der FDP abgesprochen war. Die Freien Demokraten wollen erst eine Woche später bei einer Klausurtagung in Bergisch Gladbach aus der Sommerpause starten. Eine vorgezogene Sitzung sei unnötig. Bei aller Ablehnung fällt in den Äußerungen der FDP-Führung auf, dass keiner die Frage zur Koalitionsfrage erheben will. Zu häufig musste Schwarz-Gelb in der Euro-Krise Beschlüsse fassen, die sie zuvor ausgeschlossen hatte. Auch die Süddeutsche Zeitung beschäftigt sich mit dem gleichen Thema. Dort heißt es unter der Überschrift, die Koalition hält zum Euro, bis sie bricht. Noch kommen die Mahnungen aus der zweiten Reihe. Vorerst bleibt es Landesfürsten und Jungabgeordneten vorbehalten, in der Debatte um Eurobonds vor dem Bruch der schwarz-gelben Koalition in Berlin zu warnen. Die Spitzen der FDP behaupten dagegen, die Frage stelle sich nicht. Beschwörend zitieren sie Finanzminister Wolfgang Schäuble, der Eurobonds erneut ausgeschlossen habe. Im Hinterkopf aber haben sie dabei, dass Schäuble diese Aussage an Bedingungen geknüpft hat. Solange die Euro-Staaten eine eigene Finanzpolitik betreiben. Weiter heißt es dann, mit ihrer Ablehnung der Eurobonds hat sich die FDP so festgelegt, dass ihr kaum ein Ausweg bleibt. Es ist schier unvorstellbar, wie ein Kompromiss aussehen könnte, dem die Liberalen ohne Gesichtsverlust zustimmen dürften. Weiter heißt es dann, da ist es wieder, das Gespenst der Umfallerpartei. Jahrelang hat die FDP gestrampelt, um das Image der Unzuverlässigkeit loszuwerden. Jetzt steht sie womöglich wieder vor der Alternative, regieren um jeden Preis oder Bewahrung der Glaubwürdigkeit. Zum Schluss des Artikels heißt es dann, ob die Alles-oder-Nichts-Politik in Sachen Eurobonds klug ist, wird in der Partei unterschiedlich beurteilt. Wie die neue junge Führung die zugespitzte Situation meistert, wird nicht nur über das Schicksal Röslers entscheiden, sondern vermutlich über das der ganzen Partei. Auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht es um die Bildung, genauer gesagt um den neuen Bildungsvergleich der deutschen Bundesländer. Und dort heißt es, Sachsen verteidigt Spitze im Bildungsvergleich. Sachsen hat seinen Spitzenplatz in der Bildungsstudie der arbeitgebernahen Initiative Neue soziale Marktwirtschaft verteidigt. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich das Land weiterhin und behauptete seinen ersten Platz vor Thüringen und Baden-Württemberg. Besonders positiv hebt die Studie, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde, das in Sachsen durch demografisch bedingten Schülerrückgang erreichte Betreuungsverhältnis von Lehrern und Schülern hervor. Auch gewürdigt werden die vielen Ganztagsangebote und die hohe Qualifikation der Lehrer und Erzieher. Während noch im Jahr 2002 lediglich 1,4% der Erzieher in sächsischen Kitas einen Hochschulabschluss hatten, lag der Anteil im Jahr 2010 schon bei 6,1%. Grund für den Anstieg ist, dass Leitungspositionen in Kindertagesstätten inzwischen nur noch von Hochschulabsolventen eingenommen werden können.
In Sachsen, das so gut wie keine Schüler mit ausländischen Wurzeln aufzuweisen hat, sei die soziale Herkunft weniger entscheidend für den Bildungsverlauf, sagt der sächsische Kulturminister Wöller, CDU dieser Zeitung. Allerdings sei die Schulabbrecherquote noch deutlich zu hoch. Sie liege bei 8,6%. Ebenfalls in der FAZ beschäftigt sich auch der Kommentar mit dem gleichen Thema, und zwar unter der Überschrift fordernd. Man muss die ökonomischen Kriterien des Bildungsmonitors nicht unbedingt teilen. Die Leistungsfähigkeit der erfolgreichen Schulsysteme bestätigt auch diese Perspektive auf das Bildungssystem. Das gilt insbesondere für Sachsen, dessen Erfolg sich nicht nur auf hohe Bildungsinvestitionen bei sinkenden Schülerzahlen und einen geringen Migrantenanteil zurückführen lässt. Sachsen hat nicht nur die Eingangsvoraussetzungen für das Gymnasium verschärft und vielen weniger gymnasial geeigneten Kindern eine schwere Entmutigung erspart, sondern setzt im Gymnasium auch auf hohe Anforderungen in den naturwissenschaftlichen Fächern und in Mathematik ohne Abwahlmöglichkeiten. Das sollte den Schlusslichtern des Bildungsmonitors wie Berlin, das als Hochschulstandort interessant ist, bei der Schulqualität aber beschämend schwach, zu denken geben. Gerade in den Stadtstaaten wird die Senkung der Anforderungen als besonders kinderfreundlich ausgegeben. Die Schule wird die Gesellschaft aber nicht verkindlichen können, sondern hat die Kinder in der Gesellschaft handlungsfähig zu machen. Die gestern vorgestellte Bildungsstudie ist natürlich auch in unseren Regionalzeitungen eines der Top-Themen am heutigen Tage, denn Bildung ist ja bekanntlich Ländersache. Und deshalb steigen wir auch genau mit diesem Thema ein. Die Mainzer Rheinzeitung schreibt gute Noten für die Bildung im Land. Und unter dieser Überschrift heißt es dann: Gute Nachrichten gibt es auch für Rheinland-Pfalz. Mit Platz 5, Klammer 70 Punkte, Klammer zu, von 16 Bundesländern gehört das Land zu den Spitzenländern in puncto Bildung. Bei der Schulqualität schneidet Rheinland-Pfalz gemessen an den Ergebnissen der PISA- und der IGLU-Studie sogar noch besser ab und erreicht Platz 4. Überdurchschnittlich gut sind die rheinland-pfälzischen Bildungseinrichtungen auch bei der Vermittlung von Fremdsprachen und bei der Integration von Schülern mit Migrationshintergrund. Einziger größerer Kritikpunkt der Forscher: An den Hochschulen im Land wird ihrer Ansicht nach noch nicht ausreichend geforscht. Die hochschulpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Dorothea Schäfer sagte: Es ist erschreckend, dass Rheinland-Pfalz bei der Forschungsorientierung, also bei der Zahl der Promotionen, der Habilitationen und der Höhe von Drittmitteleinwerbung für Forschungsprojekte seit Jahren nicht von der Stelle kommt. Bildungsministerin Doris Ahnen, SPD, weist die Kritik zurück. Die aktuelle besondere Dynamik in Wissenschaft und Forschung werde in der Beurteilung nicht abgebildet, sagte die Ministerin mit dem Verweis auf die Erfolge etwa der Universitäten Mainz und Kaiserslautern beim bundesweiten Exzellenzwettbewerb. Die weiteren Ergebnisse des Bildungsmonitors bezeichnete Ahnen als erfreulich. Auch der Kommentar von Alexandra Eisen in der Allgemeinen Zeitung beschäftigt sich mit dem gleichen Thema unter der Überschrift Vorsicht Statistik. Mit Bildungsranglisten ist es immer so eine Sache. Wenn das Ergebnis insgesamt positiv ausfällt, ist die Freude naturgemäß groß und die Kritik klein, selbst wenn es im Detail Minuspunkte gibt. Wenn es insgesamt schlecht ausfällt, wird gerne in Detailbewertungen nach den Rosinen gesucht und auf unterschiedliche regionale Rahmenbedingungen verwiesen, und keiner liegt damit unbedingt falsch. So stehen Sachsen, Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern im Bildungsmonitor zwar erneut an der Spitze, Rheinland-Pfalz ist unter den Top 5 und alle haben Grund zur Freude. Es gibt dort aber auch erhebliche Defizite. Beispiel Bayern. Beim schulischen Ganztagsangebot, einem wichtigen Faktor beim Thema Bildungsgerechtigkeit und Förderung, liegt der Freistaat auf dem letzten Platz. Bei der Integration und beim Grad der Akademisierung steht Bayern auf Platz 14. Das sieht schon weniger gut aus. Berlin wiederum, eindeutig Schlusslicht der Rangliste, liegt bei der Ganztagsbetreuung auf Rang 3. Es gilt also, den Bildungsmonitor genau zu studieren, um ein exaktes Bild zu bekommen und die Defizite auch ehrlich zu benennen. Vergessen darf man bei all den schönen Zahlen auch nicht, dass sie manchmal wenig aussagen über die Qualität der Bildung. Bedeuten viele Abiturienten automatisch, dass sie gut ausgebildet sind? Bedeutet ein hoher Anteil älterer Lehrer, dass der Unterricht schlecht ist? Nein.
Unterm Strich gilt, Statistiken können hilfreich, sollten aber nicht das Maß aller Dinge sein. In allen Bundesländern muss deshalb trotz durchaus positiver Entwicklungen, die sich in manchen Bereichen abzeichnen, weiter in die Qualität der Bildungssysteme investiert werden. Ein echter Themendauerbrenner steht in der Mainzer Rheinzeitung heute ganz oben. Es geht um die sogenannte Justizreform, besonders da natürlich um die geplante Schließung des Oberlandesgerichts in Koblenz. Und dort gibt es Neuigkeiten. Unter der Überschrift Sparziel in der Justiz nun offen heißt es dort: Im Streit um die Justizreform hat das Land jetzt seine Experten berufen, die Struktur und Kosten bis März 2012 auf den Prüfstand stellen sollen. Dabei können sie, so Justizminister Jochen Hartloff, SPD, ohne jede Vorgabe Vorschläge machen. Dies stellte er vor Koblenzer Juristen klar, die von der zunächst geplanten Fusion von Oberlandesgericht, OLG, und Generalstaatsanwaltschaft in Zweibrücken betroffen waren. Weiter heißt es dann: Zu dem Kommissionschef, dem Verwaltungswissenschaftler Hermann Hill, stoßen der Bremer OLG-Präsident Wolfgang Ahrenhöfel, der frühere NRW-Justiz- und Finanzminister Jochen Diekmann, die Präsidentin des Kammergerichts Berlin, Monika Nöhre, die ehemalige Hamburger Justizstaatsrätin Carola von Paschensky sowie Ex-Justizstaatssekretär Eckhard Pick, Ex-Landesdatenschutzbeauftragter Walter Rudolph und ein früherer Abteilungsleiter im Mainzer Finanzministerium Alf Stephan. Natürlich ist das auch ein Thema, was die Kommentare in unseren Medien, in unseren Zeitungen beschäftigt, unter anderem auch in der Rheinpfalz. Und dort hat die Kollegin Karin Dauscher unter der Überschrift Unbekanntheit als Chance kommentiert: Es sind bestimmt honorige, aber hierzulande weitgehend unbekannte Personen, die nun in den Streit zwischen der Koblenzer Justiz und der Landesregierung Sachlichkeit bringen sollen. Weil sie alleine von der Regierung bestellt sind, fürchten die Koblenzer Richter, sie würden auch ein bestelltes Ergebnis abliefern. Diese Angst ist verständlich. Andererseits waren die von den Koblenzer Richtern ins Gespräch gebrachten Experten schon gar nicht tauglich, die Friedensengel zu spielen. Ex-Justizminister Herbert Martin wie auch Ex-Generalstaatsanwalt Norbert Weise haben schon früher bewiesen, dass sie mit ihrer berechtigten Kritik die Landesregierung zur Weißglut bringen können. Da haben die jetzt benannten Fachleute schon eher die Chance, Frieden zu stiften. Sie werden sie hoffentlich nutzen. Und das war der Blick in unsere regionalen Medien, in die Schlagzeilen, die dort heute die Zeitungen geprägt haben. Und jetzt kommen unsere Veranstaltungstipps. Die Künstler Arvid Böcker und Friedrich W. Schmidt stellen zurzeit gemeinsam im Kunsthaus Frankenthal aus. Arvid Böcker findet seine Inspiration in der Natur und bringt seine Farbeindrücke mit Ölfarbe auf die Leinwand. Er trägt dünne Farbschichten auf, die sich lasierend überlagern. Eine besondere Tiefe und Brillanz des Farbmittels sind das Ergebnis. Friedrich W. Schmidt fertigt seine Bronzen mit Hilfe der Wachsfadentechnik an. Das Herstellungsverfahren entwickelte er während seiner Studienaufenthalte in Zentralindien, in intensivem Austausch mit einheimischen Metallgießern. All seine Bronzen sind Unikate. Die Ausstellung ist noch bis zum 11. September im Kunsthaus Frankenthal zu sehen. Öffnungszeiten und Infos auf kunsthaus-frankenthal.de. Über 20.000 Gäste besuchen jährlich das in Worms gelegene Nibelungenmuseum. In diesem Sommer feiert es sein 10-jähriges Bestehen. Auftaktveranstaltung ist am Donnerstag die Ausstrahlung des ersten Teils des Filmklassikers Die Nibelungen. Am Freitag folgen Lesungen, Samstag ein Familientag mit Museumsrallye, Schreibwerkstatt, Yogakurs, Theaterwerkstatt und Sonntag gibt es Musik und mehr. Feiern Sie mit vom 18. bis zum 21. August. Weitere Informationen auf nibelungenmuseum.de. Es würde mich nicht wundern, wenn hier in unserem Paradies die naturmenschliche Gestalt annehmen würde. Laubenkolonie Zaunkönige e.V. Ein Verein gärtnernder Individualisten, die ihre einzigartigen Rosen und Kartoffeln hochpäppeln, aber auch gemeinsam die Anlage in Schuss halten.
das Zusammenleben bestens organisiert, geregelt und genau geordnet. Doch eines Tages erscheint eine geheimnisvolle junge Frau, die die Gartenfreunde mit anderen Augen betrachtet und neugierige Fragen stellt. Plötzlich erscheint den Bewohnern das Leben in der Gartensiedlung in einem völlig anderen Licht. Das Schawarusch-Theater zeigt Laubenkolonie Zaunkönige e.V. am 19. August um 20 Uhr im Innenhof des Otto-Hahn-Gymnasiums in Landau. Karten kosten zwischen 8 und 16 Euro. Weitere Informationen auf schawarusch.de. Erstmals findet im Mainzer Dom ein internationaler Orgelsommer statt. Am 20. August spielt zum Beispiel Willibald Guggenmoos. Der in Friedberg geborene Organist hatte seine erste Anstellung als Organist mit 10 Jahren. Ein Ausnahmetalent. Domorganist Daniel Beckmann, der Organisator des Orgelsommers, sagt: Der internationale Orgelsommer möchte einen entscheidenden Beitrag zur Kirchenmusik, zur kulturellen Begegnung und zum internationalen Austausch in Mainz und über die Stadtgrenzen hinaus leisten. Die Organisten haben Programme gestaltet, die auf die mehrteilige Orgelanlage des Mainzer Doms und die große Akustik des Gotteshauses abgestimmt sind. Willibald Guggenmoos am 20. August um 18 Uhr im Dom in Mainz. Eintrittspreise und Infos auf domorgel-mainz.de. Ist Salierjahr in Speyer. Das Historische Museum der Pfalz zeigt zum Jubiläum eine Großausstellung, die die Zeit der späten Salier in den Mittelpunkt stellt. Zu sehen sind zum Beispiel wertvolle Handschriften, kostbare liturgische Geräte, Skulpturen, Bauplastiken und Funde aus dem alltäglichen Leben. Die Ausstellung Die Salier – Macht im Wandel sehen Sie noch bis zum 30. Oktober im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Eintrittspreise und Öffnungszeiten erfahren Sie auf museum.speyer.de. Das war die Sommerpresse heute am 17. August 2011. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Schlagzeilen und ein paar gute Veranstaltungstipps für Sie dabei. Das ganze Team von Gutenberg TV wünscht Ihnen noch einen wunderschönen Tag und bis morgen.